Hallo zusammen. Ich freue mich, anlässlich des World Safety Days zu Ihnen sprechen zu können, der ersten Veranstaltung der neuen Vinci Construction Sparte, in der das Geschäft von Eurovia und Vinci Construction gebündelt ist. Mit unserem Netzwerk aus lokalen Niederlassungen, Spezialbau- und Großprojektaktivitäten sind wir eine Sparte mit 115.000 Beschäftigten und über 70.000 Baustellen pro Jahr in mehr als 100 Ländern weltweit und in sämtlichen Bereichen der Bauwirtschaft. Gemeinsam bilden wir einen nie dagewesenen Talentpool, um die Welt von morgen zu bauen. Heute möchte ich Ihnen drei Dinge sagen. Erstens teilen wir, die Frauen und Männer von Vinci Construction, bestimmte Überzeugungen. Natürlich teilen wir alle dieselbe Leidenschaft fürs Bauen. Und wir teilen auch alle, und das ist noch wichtiger, dieselbe Priorität. Sicherheit geht vor, an jedem Tag, auf jeder Baustelle, ob Hochbau, Tiefbau oder Infrastrukturen und an allen Produktionsstandorten. Deshalb ist es mir sehr wichtig, dass die erste gemeinsame Veranstaltung der neuen Vinci Construction Sparte dieser World Safety Day ist. Der zweite Punkt, den ich heute noch einmal bekräftigen möchte, ist unser bestätigtes Ziel: Null Unfälle. Das ist nicht verhandelbar. Jeder Unfall ist einer zu viel. Was wir als Unfall bezeichnen, kann irgendwann auch ein schwerer oder gar tödlicher Unfall sein. Ein unerträglicher Gedanke für die Familien. Ein unerträglicher Gedanke für die betroffenen Teams, die damit leben müssen. Und ein unerträglicher Gedanke für uns alle, bei mir angefangen. Unsere Arbeit ist sehr riskant, das wissen wir alle. Wir wissen aber auch, dass wir diese Risiken beherrschen können und dass null Unfälle erreichbar sind. Mein dritter Punkt: Sicherheit geht uns alle an. Wir alle, Gewerbliche, Führungskräfte, Planungs- und Kalkulationsabteilungen, Kolonnenleiter, Poliere, Bauleiter, Geschäftsführung, wir alle sind individuell und kollektiv verantwortlich. Was die Sicherheit angeht, ist ganz klar jeder Einzelne für die Einhaltung der Regeln verantwortlich. Umso mehr sind wir dafür verantwortlich, nicht zu schweigen, wenn wir eine gefährliche Situation bemerken. Wir alle haben diese Pflicht. Sie ist die Grundlage unserer Sicherheitskultur mit ihren drei Säulen. Die erste ist Transparenz, keine Angst haben, Dinge anzusprechen, wenn wir glauben, dass es ein Risiko gibt. Sich trauen zu sagen, ich weiß nicht, wie ich vorgehen soll, und Fragen zu stellen. Eigene Fehler und beinahe Unfälle teilen, damit andere daraus lernen und vorankommen können. Unsere zweite Säule ist Führen durch Vorbild. Keine Kompromisse beim Einhalten der Regeln. Das gilt für einen selber genauso wie für die anderen. Niemand steht über den Regeln. Schließlich unsere dritte Säule, der Dialog. Dialog heißt zunächst Dialog und Austausch vor Ort, in jedem Team. Dialog heißt aber auch Dialog mit allen Beteiligten auf der Baustelle, Lieferanten, Leiharbeitnehmer, Nachunternehmer, Auftraggeber und Anwohner. Es geht um Dialog im Unternehmen, um sozialen Dialog. Und es geht auch um Dialog in der Gruppe durch das Teilen von Erfahrungen in allen Geschäftsfeldern und in allen Ländern. Das war es, was ich Ihnen heute sagen wollte. Sicherheit geht vor. Arbeitssicherheit ist unsere alltägliche Priorität auf der Baustelle. Unser Ziel heißt Null Unfälle. Das können und müssen wir erreichen. Und Sicherheit geht uns alle an. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Veranstaltung. Lassen Sie uns diesen Geist bewahren, an jedem einzelnen Tag und das ganze Jahr über.